Servus Leute, willkommen zurück zu Hyperdimension Neptunia Rebirth to Sisters Generation. Letztes Mal haben wir Juni getroffen. Ich weiß nicht, ob ich sie letztes Mal getroffen habe, aber sie ist wieder weg. Verdammt nochmal. Ja, und neue Sachen. Stella ist wieder da. Ist gerade gekommen. Yay! Okay. Oh, das ist besser. Ups. Stella survived. Ich frag mich, ob sie auch sterben kann. Ja, natürlich, sonst würde er nicht survived stehen. Na komm, 4 Minuten. Mal wieder. Tschüssi. Muss ich mal was ausstecken. Mein MP3-Player ist voll aufgeladen. Ja, ich hab sowas noch. Finde ich viel besser als iPod oder sonst irgendwas. Wobei, theoretisch gesehen könnte ich da auch Videos abspielen, aber ich nutze das nur für Musik. Ja, noch mehr Leute. Ihr sagt eh nichts Aufregendes, oder? Doch, Endless Zone. Noch stärkerer Gegner. Hey, das brauche ich ja. Vor allem jetzt habe ich nicht mehr Juni, die overpowered ist. So. Dann haben wir hier noch ein paar Dinge, die wir einsackeln können. Videogames, ja, liebst du, ist klar. Destroy Symbols, gut. Der Mario Mann. Die Dinger, die da auf der Weltkarte sind, die geben einem meistens was. Oder ich glaube, die geben einem immer was. Ja, noch ein Plan, okay. Schwächere Gegner will ich eigentlich nicht. Stärkere Gegner will ich eigentlich auch nicht. Gibt es hier noch irgendwo was? The Station, Endless Zone. Kann ich ja meine Pläne angucken. Destroy Symbols. Look Symbol, Attacks, Destroy Enemies. Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung, was das macht. Paralyseheilung. Eject Button, ja. Von mir aus. Kohle habe ich hier nicht so viel. Ja. Warum habe ich davon so viel? Halt gegen Gift, das brauche ich doch gar nicht so viel. Ja, es ist nur 50 wert, aber... Also ich glaube, ich weiß, warum ich davon so viel habe. Wegen diesen Anfangs-Startset-Dings. Komm, ich habe 6000... Wow! Giftclown, cool. Black Sailor. Das ist aber zu viel. Oh Mann, ich werde offscreen wieder viel, viel Sachen zusammenkratzen müssen. Wow, sehen die geil aus. Was mache ich denn da? So, da geht's rein. Na ja, klar ist, dass wieder sowas ist. Seht mal, was da hinten rumrennt. Ich glaube, ich muss meine Megawaffe wieder auspacken. Erstmal die kleinen Viecher hier. Gift gegen eine Maschine. So ist es, wenn man eine Giftattacke gegen ein Stahl-Pokémon einsetzen will. Das funktioniert eigentlich nicht. Die Fläche der hier ist aber groß. Das sieht irgendwie aus wie eine F-Zero-Straße oder so. So eine F-Zero-Strecke. So
So viel Schaden war es jetzt nicht. Irgendwas, Stella ist da. Wieder da. Ja, ist klar. Vergiftet ist Ify auch noch. Ei! Ei, genau. Toll, Ify ist fast tot. Bye. Ich habe hier ein Gegengift. Also. Ja. Oh, da ist schon das erste dicke Ding. Moment, kann es sein, dass ihr... Okay. Scheiß drauf. Ich muss meine Megawaffe auspacken. Sonst hocke ich da ewig gegen dieses Vieh. Einfach mal als Test. Wie viel Schaden mache ich? Wow! Obwohl der letzte Schlag verfehlt hat. Okay. Ich glaube, die Waffe sollte ich lassen. Zumindest nur gegen so mächtige Gegner auspacken. Oder ich sollte damit offscreen, wenn ich Sachen zusammensammle. Da ist das hier schon wesentlich realistischer. Ist klar, immer auch immer auf Ify losgehen hier, dreckigen. Achso, sie tritt nicht. Das sieht so aus, als ob sie treten würde. Gut. Hinten wartet schon der nächste zähe Hund, im wahrsten Sinne des Wortes. I have this nasty habit of wanting to meddle in the affairs of troubled folks like you. Wow, an adventurer! Ify, maybe she knows something. Can't hurt to ask, right? I guess not. We're fresh out of alternatives. So, we're looking for two gems. Hematite and a treasure gem, but we have no idea where to look. Treasure gem and hematite, huh? Never heard of hematite. But I know the treasure gem isn't around here. I think I heard more about the one at Planetune. Was it Virtua Forest? A gem-collecting monster, maybe? Are you serious? I'd take you there if I could, but I'm already in the middle of some other errands. Sorry about that. Oh no! That information is plenty! Thank you so much! Cool. Your eyes are full of life again, so my work here is done. Perhaps we'll meet again. Good luck. Thanks, bunches. How unexpected. I never would have thought it would be in Planetune. Let's hurry over and find out if she was right. Hooray! Uh-huh. Going back to Planetune, are they? Just you wait. Our super secret anti-CPU weapon will blast you all to dust. Ja, Falcom, oder wie sie heißt. Die gab es im ersten Teil auch schon. Ich wette, da kann ich dann auch wieder mit ihr rumrennen. Also sie wird sich uns bestimmt wieder anschließen. Ah, Schwamm mal wieder. Nein, ich habe jetzt keine Lust. Gegen dich kämpfe ich aber. Ja, gegen den einen habe ich keine Lust, aber gegen den kämpfe ich. Ah, Spinnerin! Gut, ich erfülle Quests, geil. Au. Ich hasse Spinnen. Ja, das war ganz gut. Schon wieder was? Cool. Ich will nicht gegen dich. Das da will ich. Ja, ich renne in die falsche Richtung, oder? Da vorne ist wieder Cerberus-Tierchen. Soll ich gegen den wirklich mit der normalen Waffe kämpfen? Aber dann macht er mich platt. Ich
Ich versuch's mal mit der anderen. Auch wenn die auch dämlich aussieht, aber naja. Ja, weil... Da würde ich ewig brauchen gegen die... Boah, die Waffe sieht so komisch aus. Wow. Ja, die Waffe ist auch overpowered. Ja gut, das wird... Vor allem, die ist noch viel, viel stärker. Das ist unfair, was ich hier mache. Ja, die werde ich... Werde ich alles aufheben für Offscreen. Zeug gesammelt, genau. Aber ihr wisst, was ich meine. So, nach vorne geht's weiter. Wie die rennt. Oh, oh, yes! Was ist mit Mr. Gruseliges Drachenmonster da hinten? Ich habe das Gefühl, das ist unser Ziel. Lass ihn uns angreifen, solange wir die Initiative haben. Richtig. Genau. Mhm. Antiker Drache. Ja, ich werde keine Feuerattacken einsetzen, weil ich werde das Vieh... Macht mich platt. Au. Ja, ich hätte Verteidigung erhöhen sollen. Wow, ist das niedlich. Das macht ja gar nichts. Ja, gegen solche Gegner habe ich zum Glück meine mächtige Waffe. Was, schon wieder Kompa? Okay. Ja. Das bringt's. Okay, Defense-Erhöhung. Eigentlich wäre es klug, wenn ich das auf Kompa mache. Weil die kann mich ja immerhin heilen. Wow, und sie hat trotzdem auf die Nuss bekommen. Warum ist das Vieh so stark? Ja, das ist halt nur 500. Das ist stärker. Wobei, halt auch circa 500. Okay. Oh! Ify ist irgendwie viel zu nahe. Ja. Toll! Ich müsste mich da hinten irgendwie hinstellen. Ja toll, jetzt hat Nepki auf die Nuss bekommen. So, dann heile ich Nepki. Das Problem ist, ich bin wahrscheinlich jetzt in der Reichweite, wo der Drache mich erwischen kann. Komm. Gut. Gut und schön, dass ich zwei Heiler habe, aber... Wobei, ich sollte mich heilen. Ja, ich kann nichts tun gegen den. Ify ist die Einzige, die angreifen kann. Wobei, das könnte ich ja auch noch. So. Ah, fuck. Ja, das ist schon stärker. Okay, jetzt hat er mich angegriffen. Ich hätte früher CPU nutzen sollen. Bin zu weit weg, verdammt. Is it my turn already?
So, komm her. Da muss ich die Power Moves nutzen. Oh, die ganze Zeit nur am Rumheilen hier. Im Endeffekt, wenn ich die starke Waffe nutzen würde. Ich meine, das Ergebnis ist dasselbe. Ich mache den Drachen fertig. Aber mit der anderen Waffe geht es eben schneller. Ja. Problem ist. Fuck! Falsche Taste. Naja, jetzt muss ich angreifen. Bitte werd jetzt nicht angegriffen. Verdammt. Das ist schlecht. Na gut, dann halt sich Kompa mal selbst. Kompa ist angegriffen worden. Die ganze Zeit nur rumheilen. Du kannst auch heilen. Verdammt! Ich brauche SP. Charger. Wie heißt das? Okay, versuch's. Ja, es bringt was. Ich dachte, es bringt nichts, weil... Naja. Drache, Feuer... So, das musste ich leider auch heilen. Ich habe ja was 1000 auch heilt. Habe ich nicht mehr. Autsch. Verdammt. Kompa ohne Heilung ist... Naja, nicht wertlos, aber... Oh. Portable SP Charger. Ist quasi ein Beleber auch. Du kannst noch... Bei Defense. Stimmt ja. Habe ich ja nicht mehr. Ha, jetzt kannst du lange auf Neptune wollte ich fast sagen. Kannst du lange auf Neptune ein... Nepgear einprügeln. So. Die macht wesentlich mehr Schaden. Als Ify. Ich kann froh sein, dass der Drache jetzt nicht auf Ify losgeht. Autsch. Einfach draufhauen, wird schon passen. Vergiften kann ich den offensichtlich nicht. Er hat verfehlt, jawohl! So, jetzt macht Ify auch mehr Schaden. Ich muss die Gunst der Stunde nutzen. Au. So, einfach draufhauen, jetzt killen wir ihn. Ja, komm. Perfekt. Again. You're persistent for a bottom tier peon, underling. I feel sorry for you to have to come and lose to us so many times, Miss Underling. No matter the market, underlings have to handle all the hands-on grunt work, don't they?
hell up! I'm so sorry for being who I am! Huh. Not like it matters. After today, those gums will never flap again. Come out, secret weapon! Finally learned that underlings like you need to come at us in droves, huh? We can't afford to waste any time. I'll activate HDD and finish them all in one fell swoop. Man, kids are stupid. You really think I wouldn't have prepared for that nonsense? What the goodness? What's going on? Gigi, is something the matter? I can't activate HDD. Why? Because I came prepared, idiot. This monster seals your ability to transform. Let's see a fight now. This could be bad. Kampa, let's get out of here. You betcha. Hold it right there. Huh? And who in the hell are you? How dare you treat such cute girls this way? I've been eyeing them all as potential wifeys. So any more funny moves and you'll face the wrath of Red. What in the most unholy hell is this chick trying to say? Is she missing some screws? For my goddess, my CPU, my wifey, I am coming to save you! Huh? Wait, what? Who? Where? Why? Save those questions for the honeymoon, my lovely. We can go over everything after we deal with this. Okay. Meine Wifeys, genau. Ja, das kenne ich auch schon, X-Drive. Ah, jetzt wird der X-Drive endlich. Schön. Ja, das habe ich alles schon erklärt vom ersten Teil. Hier mit Assistant und so. To use an Assistant as a X-Finisher, sein wir Combo Setup Screen. SNX Drive. Ja, ja, klar. Ja, aber ich glaube, das habe ich im ersten Teil nie gemacht. Ach so. Ach so, wenn man Schaden macht, steigt die Leiste und wenn man Schaden nimmt, steigt sie auch. Alles klar, darauf habe ich im ersten Teil nicht geachtet. Wollt ihr mich flachsen? Was zum Henker? Ich war geschwächt. Gut. Ihr wollt es nicht anders. Swift Strike. Okay. Halt mehrere Leute in Reichweite. Es ist perfekt. Oh. Ich habe mich verlesen. Naja, egal. Du kannst auch heilen, aber ich glaube, ich haue erstmal drauf. Geil. Bei der Musik habe ich irgendwie... Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas höre, was ich nicht hören sollte. Ja, wenn ich mich hier hinstelle, bekommen beide auf die Schnauze. Das ist klug. Nicht. Ja, herrlich. Also nicht. Ist klar. Ich glaube, ich muss euch platt machen. Of all allies. Also alle. Warum? Eigentlich sollten jetzt Red und Iffy geheilt werden. Ja, Tatsache. Das heißt, ich habe mich erst nur verguckt, oder? Das ist natürlich saublöd, weil ich Nepgi nicht geheilt habe. Die Heilung ist natürlich stärker als die von Nepgi. So, habe ich noch was? Nö. Wer ist denn der Stärkste? Der. Mache ich zuerst den da platt. Erstmal alles verfehlen. Ja, genau.
Wie die. Als ob sie betrunken wäre. Okay, jetzt reicht's. Wozu hast du es dann erst geworfen? So, den da muss ich platt machen. Ja. Was bleibt mir anderes übrig? Das war so unfair jetzt. Ja, ich muss Kompa wiederbeleben. EX-Drive habe ich keinen. Ich muss jetzt einfach mal hoffen, dass ich überlebe. Hoffen, dass ich überlebe. Was zum Henker? Oh nein, nicht nochmal alles. Ich hasse das. Nein! Nein! Wisst ihr, was ich tun werde? Ja, ich werde alles hier mit nachspielen. Was ist das für ein Dreck? Aber wenigstens sehe ich dich nochmal. Ja, ich muss den ganzen Scheißdreck wiederholen. Das ist was, was mich anpisst. Vor allem, weil ich nicht speichern konnte. Egal. Das war Hyperdimension Neptunia Rebirth 2 Sisters Generation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.